Okay, weiter geht's. Einsammeln. Okay. Da ist nix. Viel zu frei, ist auch okay dafür, ja. Das ist wohl wahr. Und ich habe gerade vorhin habe ich noch gedacht, ey, das ist jetzt so lange nicht mehr abgestürzt. Ich glaube, so langsam funktioniert's. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Aber ja. Ach, ich könnte eigentlich auch mal was trinken, ne, bei der Hitze. Ah, guck mal hier, da kann man... Das muss das Transportzentrum sein. Mal wieder kaufen. Normalerweise gibt es doch da immer Loot. Kurz vor so einem Automaten. Naja. UJC steht dir zur Seite. So, trinken wir mal was. Prost. Ah, was lecker. So, 569, das ist gar nicht so viel. Was haben wir zu verscherbeln? Einmal das. 10er, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Aber ich benutze das auch so gut wie gar nicht, also weg damit. Okay. So. Ja, den Schlagstock wollte ich auch noch aufrüsten, ne? 900. Die haben wir nicht. Munition. Das ziehen wir so durch. Das ist... Ach, das ist die neue. Die haben wir noch gar nicht. Wird von Ex-Militär-Officern wegen des geringen Rückstoßes und der hohen Kadenz bevorzugt. Basiert auf der UJC Modular Waffenplattform. Schaden ist jetzt nicht allzu viel. Das ist viel besser. Und das ist unsere andere Knarre. Die hat weitaus besseren Schaden. Die haben wir voll aufgerüstet. Ja, dann bleiben wir bei der, würde ich behaupten, ne? Dann... Wo waren wir? 900, ne? Und Blockbrecher. Das kostet alles 900. Dann können wir doch auch noch ein bisschen sparen, ne? Gut, mit dem Handschuh. So oft benutze ich den jetzt auch nicht, tatsächlich. Den können wir vielleicht zum Schluss aufrüsten. Aber die Schrotflinte, die kleine, die ist ganz cool. 1200. Ne, dann haben wir nichts. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Kohle sammeln. Okay. Achso, Gesundheitsgedöns. Das können wir tatsächlich gebrauchen. Alle Systeme innerhalb Parameter aktiv. Kann man doch auch. Hier. 500? Ne. Da bin ich zu geizig für. Oh, hört ihr das? Das klingt fast so, als wenn da wieder jede Menge Blinde unterwegs. Naja, aber ich glaube, das klingt nur so. Das bringt okay. Mich wohl zur Kolonie. Hoffe nur, Dani ist dort. Warum kann ich hier so viel einsammeln? Was kommt da jetzt für ein Vieh und will mich daran hindern, wegzufahren? Es gibt Koffer, die ich nicht öffnen kann. Also Kisten. Oh. Das aber auch nicht so rosig. Nur wenigstens die da kann ich öffnen. Nein. Hat nur blau geschimmert. Genau. Leg den Schlüssel neben das Schloss. Kein Strom. Aber ich wette, die Kabel führen zu einem Generator. Ah. Ein Display.
das mit Strom gespeist wird, sagt uns, dass es keinen Strom hat. Cool. Wahrscheinlich wie so ein, wie heißen die, Kindle? Guck mal, jetzt ist blau. Oh. Eine neue Art von Kisten. Wenn ich mich nähere, gehen sie rot. Oder wechseln die sich ab? Schleichen? Hä? Guck mal, jetzt sind sie blau. Jetzt kann ich sie öffnen. Alle drei. Wie soll ich das denn machen? Ah, die gehen auf Geräusche, ne? Okay. Warten wir mal kurz. Und ich war mir sicher, dass die vorhin auch blau war. So fies, ey. Kann ich die nicht? Aus der Ferne? Nee, kann ich nicht. Blau, blau, rot. Okay. Dann nicht. So, Stromkabel hat er gefaselt. Wir hatten ja Stromkabel gesehen. Hier oder was? Kann ich da runter? Nee, kann ich nicht. Habt ihr Stromkabel gesehen? Da sind Kabel. Kann ich ja nichts machen. Oh. Mir war nicht bewusst, dass es hier auch Rätsel gibt. Sonst nichts. Das sind die einzigen Kabel, die ich hier sehe. Kann ich nichts tun. Da auch nicht. Nicht mal hochklettern. What the hell? Hm. Verlassen wir den Bereich nochmal. Stay away from tracks. Ja, ja. Ah, hier ist ein Kabel. Guckst du. Ah. Kabel weg. Mehr Kabel. Ah, dann da hinten war ja noch eine Tür, die verschlossen war. Vielleicht ist sie jetzt offen. Na, da kommen sie raus, die Kabels. So. Oh, guck mal hier. Das ist gut. Gleich mal voll spritzen. Yeah. So.
Zugriffskreuzung. Oh, hier ist aber immer noch zu. Dafür die Schlüsselkarte. Ja, sicher. Okay, warte. Kurz ziehen. Oh, danke dir. Sehr gute Idee. Prost, alles schmeckt besser aus der Mischeltasse. Spruch geklaut, ich weiß. Check den Job. Ah, ist aber auch ein Wetterchen heute. Also hier ist es heute 31 Grad. Oh, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt werden wir hier bestimmt gleich böse überfallen. Könnte ich mir so vorstellen. Dezent, ja. Ganz dezent. Fällt kaum auf. Bin froh, wenn ich ihn wirklich sehe. streamst du auch? Weil dann zeige ich dir noch einen coolen Alert. Ich glaube, ich will da oben rein. Ich glaube, ich will erstmal hier rein. Auch wenn es vielleicht der Ausgang ist. Na komm, ich zeig's dir einfach mal. Oh, cool. Ein Waschbär. Nee? Nicht am Stream. Jetzt gucken die Leute trotzdem mal rein bei dir. Oh, hier. Ein Tape. Gerne. Wir haben alle getötet. Mein ganzes Team. Alle tot. Ich habe versucht, die alte Plattform neu zu starten. So, hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen Muni kriegen und was zum Verkaufen. Jawohl. Sehr schön. Sonst ist nichts mehr drin. Okay. Dann war es die richtige Entscheidung, hier mal reinzugucken. Sonst hätten wir das verpasst. Okay. Vier Schuss ist nicht die Welt. Aber lieber mal geladen, wie nicht. So. Schauen wir mal. Aber wir haben doch die Knarre voll aufgerüstet. Die können wir auch mal ein bisschen benutzen. Da haben wir, glaube ich, mehr Schaden. Was war das denn für ein Geräusch? Ich glaube, der hat beim Laufen einen fahren lassen. Wer kennt es nicht, wenn man die Treppen läuft? Und da zischt was raus, wie so ein Düsenantrieb. Schnell, 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 bevor sie verwandelt. Schnell. Jawoll. Matsche, Matsche. Nix dabei. Digga. Ah. Schon rausgeschossen quasi. Ah, Muni. Haben wir auch noch was für uns? Revolver Muni. Sau stark. Okay. Gehen wir mal da lang, anstatt oben drüber.
Wobei da oben drauf bestimmt was zu looten ist. Oh, stehen bleiben. Immer so viele gleich. Okay, dann lass mal doch mal kurz da hochgehen. Gibt's nichts. Okay, gucken wir uns mal die Gegebenheiten an. Irgendwas Explosives in der Nähe? Nee. Sollten wir sie abstechen. Und zwar den hier zuerst. Ich glaube, wir warten mal auf den lachenden Dritten. Hopp. Okay, 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 okay. Hehehe. Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? So, dann lassen wir den ersten wieder vorbei, jetzt schnappen wir uns den zweiten. Und dann direkt im Anschluss den ersten. Wollo. So wollte ich das. Das waren von beiden, ja. Okay. Vier Stück, gut. Weiter geht's. Was drin? Nein. Kiste. Wichtig. Wichtig, wichtig. Okay. Gucken wir uns die Lage mal an. Hallo. Shit, Alter. Schnell, schnell, schnell. Jawoll, jawoll, jawoll. Da.
So, du noch was einstecken? Ja, Munition. Das ist gut. So, nehmen wir mal mit. Das ist eine Kinetik-Batterie. Ja, sicher. Oh, guck mal. 12 Schuss für die Gute. Können wir auch ein bisschen spielen. Au. Schnell, schnell, schnell. Und ich hab's zerrissen, okay. Gut. War's das jetzt mit euch, ja? Darf ich jetzt weitergehen? Er speichert schon mal, okay. Komm doch, komm doch. Gut. Geht doch. Credits. Sehr nice. Okay, kurz checken. Nein, da geht's nicht weiter. Und da ist auch nichts versteckt. Da ist eine Tür. Und da höre ich was atmen. Könnte was Großes sein. Ein Geschenk. So, da kommt bestimmt einer raus jetzt hier aus dem Boden. Oh. Alter. Hab ich doch richtig gehört mit dem Atmen. Do not touch. Okay, also fassen wir es an. Was denn? Was? Nein. Okay. Oh, hier können wir wieder bauen. Dieses Vieh, ne? Fletch. So. Credits. Credits. Muni. Das war's, okay. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Verkaufen. Guck mal, wir haben 1042 Piepen, ne? 1142. So, das kann auch weg. Und das kann auch weg. Geil. Für 1200 kriegen wir nämlich auf jeden Fall das hier. Stabilitätsupgrade. Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verhindern. Ja. Und das wäre dann das Gute. Kostet aber nochmal 1200. Schwarmgeschosse ist bestimmt geil. Modifiziert diese Waffe so, dass sie zielsuchende Patronen abfeuert, die Gegner in der Nähe
im Schwarm angreifen. Klingt ja grundsätzlich schon mal geil. So, größeres Magazin für 900. Und dann Explosivgeschosse. Ach, wir haben doch für den Revolver einen alternativen Schussmodus mit explosiven Geschossen. Völlig vergessen. So, dann mal kurz gucken. Könnte man bis dahin... Nee, da fangen wir nicht an, das Ding da zu upgraden. So, das wäre mal wichtig. Dass wir mit dem Knüppel auch schön zuschlagen können, ne? Dass wir nicht mehr auf die Waffe angewiesen sind, wo wir aufladen müssen, was viel Zeit kostet. So. Boah, 2,7 kostet das nächste Upgrade. Aue. Okay. Ja, das hier, wie war das denn? Der alternative Feuermodus. Explosive Patronen. Ich hab's vergessen, Alter. Das war kurz vor Schluss am Montag. So, hier, mal laden. War das so und dann die mittlere Maustaste drücken? Das testen wir mal. Da kommt jetzt bestimmt irgendwas. Ich meine, es war die mittlere Maustaste. Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Generator? Sieht eher aus wie die Kammer von Die Fliege. Kriegen wir nicht auf. Okay. Boah, ob da einer drin ist irgendwo? Nee. Boah, dann gehen wir mal gucken, ne? Mal was für uns. Nehmen wir mit. Hinter der Tür versteckt sich niemand. Auch gut. Ja, dann müssen wir wohl da runter, ne? Sieht ja sehr einladend aus. Und da ist auch schon einer, da ist noch einer. Da ist noch einer. Drei Stück. Drei von den Blinden. Kennen die jungen Leute die Fliege? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kennen die leider nicht. Jeff Goldblum. Gab es da nicht jemals ein Remake davon? Es gibt doch gefühlt von allem von damals ein Remake. Von der Fliege wäre bestimmt auch nicht schlecht. Er hat wohl... Storymäßig halt nicht so berauschend, ne?